Ja, Ohr können wir uns mal merken. Den Kupferskate, den hatten wir schon. Den Silberluske. Die am weitesten verbreitete valianische Münze im Dürrwald ist die Silberluske. Fisch, die ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Schuppen eines Fisches trägt. Ja. Ein Zauberbuch. Und zwar ihr Zauberbuch. Da holen wir mal die Zauber raus. Dann können wir nämlich das Zauberbuch wie alles andere auch wegpacken. Ein großer Schild, nö, nicht unbedingt. Aber Gambason für Durance wäre nicht schlecht. Na, Durance hat eine Robe. Alof hat auch eine Robe und alle anderen sind eigentlich gut ausgerüstet. Ja, gut. Das Gambason würde auch nur eine Rüstungsklasse mehr bringen und das bringt sogar Verfassung und Brandresistenz. Von daher kannst du weg. Gut. Und um nicht nochmal gegen die kämpfen zu müssen, ein Quicksave. So, da geht's in die Schwarzauen. Jetzt erstmal den Will-O-Wisp loswerden. Der komische Sachen macht. I'm here. Ein Zepter. Du hast, glaube ich, schon ein Zepter. Ja, ich kann natürlich nicht sehen, was Alof hat, weil Alof gerade nicht plündert. Ja, du hast schon ein Zepter, gut. So, Orlans Wiege war hier. Ein Siedlerpfeil. Und ich glaube, hier drin finden wir auch schon wieder Rastvorräte. Auf jeden Fall was zu essen. Noch mehr Goldrotprim und Dietriche. Und hier sind, glaube ich, Rastvorräte drin. Ja, hier sind Rastvorräte drin, die wir wieder nicht mitnehmen können. Aber ja, gut. Wir werden eh irgendwann noch die Kopfgeldjäger-Quests machen. Und hierhin zurückkehren. Vielleicht haben wir dann ja Platz für solche Sachen. So, ich hoffe mal, dass wir es in der Aufnahmesession noch in die Schwarzauen schaffen werden. Also erst Kanna abholen, wobei das könnte noch ein bisschen längeres Gespräch werden mit Kanna. So, Esternwald, den haben wir aber schon aufgedeckt gehabt von Goldtal aus. So, da sind ein paar Wölfe, von daher wird du ins Waffen. Und alle auf eine Explosion wirken. Du uns wird angreifen. So, der da könnte ein Problem sein. Konzentriert euch mal ein bisschen auf einen und denselben Gegner. Das ist jetzt nicht gut. Okay, Dulz ist umgefallen. Das ist wirklich nicht gut. Warum ist es so schwierig, gerade die Wölfe tot zu kriegen? Okay. Zum Glück habe ich hier ein Autosave. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
dass Eddas Angriffsbindung halt so schlaksig war. Wir müssten jetzt den zweiten Enterhaken haben, oder? Ja. Die Wölfe sind halt hier nicht zu unterschätzen und das ist dann doch schon ein größeres Rudel. Wahrscheinlich sollte ich sie eh von der anderen Seite aus begrüßen. Werde ich ja gleich sehen, ob das was bringt, weil hier ist ja auch der eine Typ Vollmer. Hi. Oh, hallo. Verzeihung, aber du hast mich ordentlich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas durch den Busch rascheln hören, aber das war wohl nur... Was wohl nur du? Wie dumm von mir. Ihr braucht nicht zufällig Vorräte. Ich wollte eigentlich zur Matma-Brücke, aber vielleicht ist es besser. Ich gehe zurück in die Stadt und versammle noch einige Leute. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Sag mal, hast du was gehört? So, der eine Wolf ist kein Problem. Wenn wir Glück haben, war das einer von den Vieren. Bei allen Sternen am Himmel, danke. Ich habe dieses Ungeheuer noch nie so kühn erlebt. Seltsame Zeiten sind das. Hier, nimm das. Ich reise zurück nach Goldtal und du kannst es besser brauchen. Dreimal Trank der kleinen Ausdauer erhalten. Bitteschön, Edda. I'm here. So. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Jetzt pirschen wir uns vorsichtig an die Wölfe ran. Okay. Warum auch immer, die ständig auf Alof zu rennen. Vor allem, warum sie ständig in meinen Let's Plays auf Alof zu rennen. Das verstehe ich eben nicht. Privat klappt das immer viel besser. I'm here. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. I'm here. Gehe ich erstmal mit den beiden vor. Was greifen wir an? Den da. Die können sich halt alle so leicht aus Eddas Angriffsbindung lösen. Ich verstehe es echt nicht. Vor allem, dass es jetzt wieder so viele sind. Certainly. Lay low. Yes. Yeah.
Edder, hau den um. Okay, diesmal klappt's besser. Fokus ist immer die beste Idee. Das war wahrscheinlich einfach nur Pech, dass alle Edder umgeworfen haben und sich aus seiner Angriffsbindung rausgelöst haben. Certainly. So. Ja, das heißt, es wird auf jeden Fall diese Aufnahmesession nichts mehr damit. Die Schwarzhorn zu erreichen. Ich werde mal gucken, ob wir wenigstens die Gabelung noch fertig kriegen. In 2-3 Minuten. Dürfte ja sogar nicht mehr allzu viel hier rumwuseln, was gefährlich sein könnte. Hier ist die große Adra-Formation. Dein Spiegelbild verzerrt und verdreht sich im lebenden, glänzenden Adra. So, eine gute Mordaxt. Und ein bisschen Sand Girans Horn. Gibt ja, glaube ich, sowieso nur noch zwei Gegner. Also eine kleine Gegnergruppe eigentlich und einen Gegner. Stand together. Und den kriegen wir eigentlich auch tot. Vor allem, wenn Alof schaffen würde, ihn umzuschmeißen. Gut. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. So, noch ein Gegenstand. Angekauter Brief. Dieses Stück Pergament ist zerrissen und mit Blut und Trollspeichel besprenkelt. Auf dem verbliebenen Rest steht: Besorgt, dass ihm etwas passiert sein könnte. Nachdem ich Trutzbruch erreicht habe, werde ich Führer anwerben, die mich sicher zurück nach Westen bringen. Vielleicht können wir Fulvano ja finden. Momentan bereue ich meinen Eifer, Goldteil verlassen zu haben. Es ist sehr dunkel. Ein weiterer von Fulvanos Freunden und Goldobel. Der Goldobel doppelt ist eine große Goldmünze und selbst in den Valianischen Republiken eine seltene Münze, die meist von wohlhabenden Adligen benutzt wird. Das war wohl also ein wohlhabender Adliger, der von einem Troll zerkaut wurde. Gut. Machen wir noch das Stückchen hier. Ach ja, und geben Edder das Amulett. Denn das erhöht die empfangene Heilung. Um 25%. So, hier zieht euch mal zurück. Ihr geht näher an die Ferkel ran. Es ist nur ein Keiler und zwei junge Keiler. Drei junge Keiler. Die um einiges schwächer sind als die Wölfe, wenn man es so sieht.
Dabei hatte ich gerade die Keile als stärkstes in Erinnerung hier. Komm, da wir nachher gleich eh rasten werden. Hauen wir doch den Keiler ordentlich weg. Kriegen sehr viel Keilerpelze. Sammeln hier noch das Blümchen auf. Und ja, damit haben wir Markrans Gabelung eigentlich sogar schon erledigt. Wir müssen jetzt nur noch nach Süden raus, um den Kompass freizuschalten. Jo. Kompass freigeschaltet, also in die Schwarzauen. Die werden wir, wie gesagt, erstmal nur durchqueren bei der nächsten Aufnahmesession, um Kanna abzuholen. Und dann werden wir sie machen zu fünft, weil wir dann auf jeden Fall stärker sind als zu viert. Jo. Deswegen werde ich hier jetzt mal ordentlich speichern. Das wäre dann jetzt endlich mal LP. Habe ich da eigentlich Freizeichen? Ja, ich habe Freizeichen 003. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.